Sie können das Dräger XM 2500 auch mit einer externen Pumpe für die Freigabemessung in beengten Räumen einsetzen. Legen Sie dazu das eingeschaltete Messgerät in die Pumpe. Drücken Sie es runter, sodass es hörbar einrastet. Die LEDs an der Pumpe blinken kurz grün, dann kurz rot auf, unterstützt von einem Signal. Die Pumpe startet jetzt automatisch und initialisiert den Flow-Test. Währenddessen blinkt die gelbe LED und ein Signal ertönt. Verschließen Sie jetzt den Ansaugstutzen durch Knicken des Schlauches für 2 Sekunden. Die Flow-LED blinkt rot, ein Dauersignal ertönt. Lassen Sie jetzt den Ansaugstutzen los. Leuchtet die LED jetzt grün, ist das Gerät funktionsbereit. Sie können jetzt mit einer Messung beginnen. Bei nicht erfolgreichem Test blinkt die Flow-LED rot, begleitet von einem Dauerton.